Mal angenommen, hier kommt ein Normalsterblicher angelaufen, so wie ich jetzt gerade. Wie komme ich denn da hoch? Ohne Jetpack. Guck mal da. Wollen wir es testen? Ja, ne? Klar, wir sind ja hier, um Höhlenforschung zu betreiben. Ich muss jetzt mal ganz kurz das Zeug wegräumen. Dann bin ich ziemlich sicher, dass dahinter noch was ist. Oder auch nicht. Manu! Das ist voll doof. Wenn ich das mal so sagen darf. Extreme Nachttemperatur gemessen. Das sagtest du bereits, Frau. Aber da hinten sind noch zwei Goldadern. Oh, ich bin echt unzufrieden. Jetzt ernsthaft. Ich habe mir jetzt so viel erhofft hier. Durch die Höhlen. Wow, das war knapp. Gott, kauf dich mal ein ordentliches Schiff. Was ist das denn? So, gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich dann auf Gold spezialisiere. Ich hatte eigentlich so richtig an richtig wertvollen Scheiß gedacht oder an neue Rohstoffe vielleicht sogar. Wobei bei meinem Glück... sind die hier überall auf dem Planeten verteilt und ich scanne einfach zu wenig, wenn ich... Wartet mal. Zum Beispiel diese komischen Monolithen, die hier überall rumstehen. Nur ganz kurz mal gucken gehen hier. Hier hinten war nämlich irgendwas... Okay. Nickel. Das meine ich. Iridium. Was ist denn? Jetzt ernsthaft? Nickel brauchten wir für irgendeine Aufwertung. Kleinen Drecksbiester. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ist Nickel jetzt eigentlich grün? Ja, das ist nochmal irgendwie 11.000 insgesamt jetzt schon. Also Nickel ist auf jeden Fall auch was wert. Wir müssen halt diese Grünstoffe sammeln. Iridium hatten wir noch. Dauert natürlich noch ein bisschen, bis das voll ist. Ich weiß nicht.
Wie ich das Gefühl habe, dass die mir den gleichen Weg patrouillieren. Ich glaube, ich werde dann vielleicht noch eine so eine Goldader abernten, wenn ich mir die Zeit angucke. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, dann ist meine Platte voll. Und dann fliege ich jetzt mal gleich hoch. Sobald das Ding hier voll ist, fliege ich mal hoch zur Raumstation. Dass das auch nochmal gezeigt wird. Und dann werde ich den Renderer anschmeißen. Fast. Scheint die nicht zu stören, ne? Richtig? Verstehe ich nicht. Okay. Gleich geschafft. Ich riskiere es nochmal, wenn die mich jetzt angreifen. Ach Quatsch. Bisschen geht noch. Gut, lassen wir das. Und dann werden wir jetzt mal hochfliegen. Ich wollte unbedingt noch die Raumstation anschauen, sofern sie dann überhaupt noch da ist. Und dann... wie gesagt, werde ich alles schneiden, durchrennen. Und ich denke mal, ich werde noch mal ganz kurz den ersten Planeten fliegen. Ich weiß es nicht. Wie finde ich denn die letzte Lebensform? Auf diesem hier, um die 250.000 Units zu bekommen. Alles nicht so einfach. So. Warte mal, wir gucken mal gerade. Plutonium habe ich auf der Hand. So, okay. So war das natürlich nicht geplant. Was ist das? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist jetzt diese Raumstation? Eine Stunde, genau. Bin ich vorbei? Bin ich jetzt echt an der Raumstation vorbei? Ussi! Bin ich jetzt blind? Bin ich da durchgehämmert? Wir fliegen mal auf normalem Weg. Ein bisschen Beschleunigung. Ich scheine wohl dran vorbeigehämmert zu sein. Was denn jetzt schon wieder? Die wollen mich doch irgendwie verkohlen, oder was? Da komme ich einfach dem
Planeten zu nahe. Da unten ist sie, oder? Dieses komische Gebilde, das Runde. Verstehe. Wir haben den Todesstern entdeckt. Ganz eindeutig. Cool. Ich hoffe, die sind freundlich gesinnt. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Vor allem, wo geht's da rein? Eindeutig der Todesstern. Muss ich da reinfliegen? Ich habe ein bisschen Angst. Oh, geniemäßig. Cool. Hier kriegen wir bestimmt unsere Antimaterie her für den Warpkern. Antimaterie heißt es. Ich meine, sieht schon nicht schlecht aus, ne? Der Flitzer, den man aus dem Netz bekommt. Und die Mucke ist ziemlich laut gerade auf meinem Ohr. Der galaktische Markt. Was? Keiner zu Hause? Gut, wir gießen mal die Blumen. Hust. V3-Pass nötig. Okay. Schilder auf Maximum. Das war es jetzt ja ernsthaft? Wir gehen mal auf die andere Seite. Hier ist nur ein Markt. Nur ist gut. Ich hätte jetzt mal das ganze Nickel verkaufen können. Wobei ich sagen muss... Ja, das Schiff ist irgendwann meins. Es ist zwar nicht das Schönste, aber es hat Platz ohne Ende. 1,5 Millionen Units sollte machbar sein. Ich bin gerade maßlos enttäuscht. Alter, das ist eine Raumstation. Wo sind die Bewohner? V1-Pass nötig. Und wo kriege ich den V1-Pass her? Geht's nicht weiter. Da ist eine... Ich nenne sie Alpha-Wand. Wow. Klein aber hoch, wa? Ich habe keine Ahnung. Also wenn jemand von euch weiß, woher ich diese Dinger kriege, diese V1-Pässe und so, dann sagt mal bitte Bescheid. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwo in irgendwelchen Schrottsachen rumliegen. Ich habe nur 81 Emerie gesammelt. Oh, wie traurig. Das Nickel würde ich erstmal gerne noch behalten. 138 auf 34.000 pro Stück. Hier oben gibt es auf jeden Fall Höchstpreise, sehe ich gerade. Plutonium.
guck mal, was auf dem galaktischen Marktnetzwerk hier zu finden ist. Iridium Suspensor, shit. Raumschiff-Inventar ist voll. Ach so, wartet mal. Ach so. Grisonit, Titan. Das kriegt ihr nicht, das ist meins. Eine Eiweißperle. Alles klar. Tamium verkaufe ich auch nicht. Nickel liegt auch auf dem Schiff? Ja, hau raus. Wir brauchen Platz. So, wir machen Folgendes. Da hier keine außerirdischen Lebensformen für mich zugänglich sind, werde ich mal gucken. Ich habe schätzt noch 15 Minuten Zeit. Dann dürfte meine Platte voll sein. Autsch, Gen. Wir fliegen jetzt mit dem Affenzahn. Zu dem kleinen Planeten. Wenn wir ihn dann finden. Wow, mir wird schlecht. Oh! Genau, zu dem. Sekunden. So einfach geht das. Es fühlt sich jetzt schon an wie Warp. Als wenn man in der Enterprise sitzt. Aber überlegt mal, wie lange ich hier jetzt drücke. Das ist der Maximalschub, den wir haben. Und es dauert trotzdem fast eine Minute von Planet zu Planet. Es heißt aber, in meinem Sonnensystem sind 4 Planeten. Und das wäre der dritte. Wo ist der vierte? Muss ich wahrscheinlich in die andere Richtung, oder? Ich muss mir das Sonnensystem mal genau angucken. Vor allem sah das vom Weiten aus, als wenn hier Wasser drauf ist. Und wenn ich das jetzt wieder sehe, dann glaube ich das langsam nicht mehr. Wow! Hohoho! Stopp, 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 stopp. Wir gehen nochmal ganz kurz hoch. Können wir da mal reingehen? Untersteh dich. Entwundern 4 Planeten. Du entdeckt. Entdeckt von du. Entdeckt von du. Auswahl aufheben, zur Auswahl bewegen. Drehen. Tab nach Entdeckung. Scannen. Geht nicht. Na gut. Das sieht auch schon wieder so nach einem Felsplaneten aus. Ernsthaft. Oh, es ruckelt, es ruckelt. Es ist sehr auffällig, deswegen fliege ich da gerade hin. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es sieht aus, als wenn es da nicht hingehört. Es sieht mir nach Gold aus. Gut. Mal gucken, mit was wir hier zu tun haben. Biom, knochentrocken, entspannt. Flora reichhaltig, Fauna selten. Aluminium. Oh, wie cool. Halt F. Ich kriege sie nicht. Jetzt.
Läuft der einfach weg, ja? Oh, was war das? Das habe ich bereits entdeckt, okay. Das habe ich entdeckt, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gucken mal. Wir haben... Das ist ja eine Fledermaus. Wie süß ist die denn? Cool. So, na gut. Hallo? Nicht so weit weg, oder was? Ich krieg das nicht weggeräumt. Was ist denn hier los? Aluminium zerstören ist neutral. Okay. Kurzfassung. Kristalle sind nicht neutral. Pflanzen sind nicht neutral. Okay. Hab's gesehen. Aluminium nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Das ist das erste Mal, dass wir Aluminium haben. Läuft die Aufnahme noch? Sie läuft noch. Also sie kann jederzeit beendet werden. Wisst ihr was? Wir suchen uns mal ganz, ganz schnell irgendwie einen Außenposten. Okay, wir landen... Ist egal. Wir landen, wir suchen jetzt mal einen Außenposten, weil wie gesagt, ich habe noch ein paar Minuten, maximal. Maximal. Es hilft nichts. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas finde. Da. Wo ich speichern kann. Und ich denke mal, ich werde es auch so handhaben. Um mir die Credits zu holen, werde ich... Also entweder werde ich es im Stream machen. Oh, hier ist auch noch ein schön fetter Höhleneingang, ne? Lass mich rein hier. Neue Technologien, ja, plus zwei, das ist zu erwarten gewesen. Desto weiter ich mich von meinen Heimatplaneten wegbewege, desto krasser werden die Technologien. Stunde 9, das war Stunde 40. Ich glaube, sie wurde sogar schon beendet, die Datei. Wie dem auch sei, ich mache jetzt mal einen Schnitt. Ich werde das Ganze erstmal durchrendern und hier geht es dann nächstes Mal direkt weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute.